Ja, das war wirklich ein spektakulärer Raub. Schließlich machten die Täter 6,5 Millionen Euro Beute. Sie brachen nämlich mit einem Kernbohrer in das unscheinbare Zollamt im nordrhein-westfälischen Emmerich ein. Ein Zeuge machte Fotos und daher bittet die Polizei nun um Mithilfe bei der Fahndung. Und nach ersten Ermittlungen scheinen diese Panzerknacker Insiderwissen gehabt zu haben, wie Max Seid berichtet. Diese Fotos sind aktuell die heißeste Spur, die die Ermittler haben. Ihre Vermutung, der Mann soll beim spektakulären Raub von Emmerich Schmiere gestanden haben. Während er aufpasste, sollen die drei anderen Täter am Morgen des 1. November die Kellertür des Zollamts aufgehebelt haben. Anschließend bohrten sie sich von dort in den Tresorraum und schafften ihre Beute in einen weißen Transporter. Mit dem verließen sie gegen 10.30 Uhr den Tatort. Es handelt sich bei diesem Fall um einen solchen, der spektakulär ist. Also sowas kriegen wir nicht alle Tage auf den Tisch. Allein schon die erbeutete Summe von ca. 6,5 Millionen Euro hebt sich deutlich ab. Die Außenstelle Emmerich am Rhein gehört zum Hauptzollamt Duisburg. Dass hier so viel Bargeld lagerte, ist ungewöhnlich und wussten nur Insider. Die Täter, laut Staatsanwaltschaft absolute Profis, hatten zudem genaue Ortskenntnisse. Das lässt natürlich den Verdacht aufkommen, dass hier ein Tipp gegeben wurde, dass möglicherweise Insiderwissen an die Täter gelangt ist. So müssen sie unter anderem gewusst haben, dass sie unten im Keller Wasser und Strom vorfinden. Beides ist für eine solche Bohrung nötig. Den von ihnen genutzten Kernbohrer bekommt man ohne größere Probleme online oder im Fachhandel für ein paar tausend Euro. Allerdings ist Berufserfahrung nötig, um ihn zu bedienen. Dass die Täter genau dieses Gerät nahmen, laut Experten kein Zufall. Das ist die beste Möglichkeit, durch massive Betonwände durchzukommen, auch durch Stahl. Hätten die Täter versucht, durch die Wand zu stemmen, ein so großes Loch, dann wären die locker 8 Stunden beschäftigt gewesen und hätten die ganze Nachbarschaft aufgeweckt. Mit so einem Kernbohrgerät schaffen wir das innerhalb vielleicht von einer Stunde. Aufmerksamkeit erregten sie trotzdem, so schoss ein Zeuge die Fahndungsfotos. Vieles muss zur Stunde aber noch aufgearbeitet werden. So soll nach Bildinformationen zum Beispiel die Alarmanlage seit Jahren kaputt sein. Außerdem sei das Gelände nicht gesichert. Auch die Frage, ob dieser Coup mit einem gescheiterten Raubversuch in Hamburg vor 2 Wochen zusammenhängt, ist noch unklar. Für Hinweise, die zur Ergreifung der Täter führen, gibt es bis zu 100.000 Euro Belohnung. Ja, und in Emmerich beobachtet Jens Reupert für uns das weitere Geschehen und die Ermittlungen. Jens, erklär uns doch mal, in einem unscheinbaren Zollamt, da liegen seit Tagen, vielleicht sogar Wochen, 6,5 Millionen. Also was ist denn da schiefgelaufen? Die 6,5 Millionen, die lagen eher seit Tagen da, nicht über Wochen. Es ist wirklich sehr ungewöhnlich, dass man Geld in einem Zollamt einlagert. Normalerweise wird das direkt nach den entsprechenden Beschlagnahmungen weitergeleitet an eine Staatsanwaltschaft oder auch an ein Hauptzollamt, weil da die Sicherheitsvorkehrungen deutlich besser sind als in einem relativ kleinen Zollamt. Zumal dieses Zollamt wirklich mitten in der Wohnbebauung ist von Emmerich am Rhein. Wir können uns das mal anschauen. Also die nächsten Häuser, die sind wahrlich nicht weit. Und es gibt ja auch eine Nachbarin, die Bohrgeräusche aus dem Kellerraum gehört hat, hier aus dem Zollamt. Darüber hinaus gibt es einen Mann, der einen anderen fotografiert hat, der ihm verdächtig vorkam. Das ist das Fahndungsfoto, was jetzt auch von den Ermittlern öffentlich gemacht wurde. Also man hat schon etwas bemerkt. Die Frage ist nur, wie es so wahnsinnig schnell gehen konnte, dass die Täter dann auch die Flucht antreten mit der Beute mit 6,5 Millionen Euro. Sie sind sehr schnell in 2 Fahrzeuge eingestiegen, haben das Weite gesucht. Möglicherweise sind sie direkt über die nahe Grenze zu den Niederlanden geflüchtet. Aber auch dort sind natürlich die Behörden sensibilisiert für solche Fälle. Da ist man eigentlich sehr schnell. Es hat wirklich alles perfekt geklappt. Von der Planung über die Ausführung bis hin zur Flucht. Man sucht jetzt nach Antworten. Man erhofft sich Hinweise aus der Bevölkerung. Aber sowohl die Polizei wie auch die Staatsanwaltschaft und der Zoll selbst, alle gehen davon aus, dass es Insiderwissen gegeben hat, dass es möglicherweise hier in diesem Zollamt einen Maulwurf gibt, der diese wichtigen Informationen nach draußen gegeben hat. Jens, du wirst das Ganze weiter für uns beobachten. Danke dir nach Emmerich in NRW.